Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittel 2, genau. Kerbal Space Program, a Deep Space Project. Dieses fette Teil soll ein paar Kerbals in den Deep Space befördern. Crewmäßig, wie schaut's denn? Ah, wir haben nur einen Piloten dabei, was? Uncool. Natürlich kommt ein Wissenschaftler auch mit, Wissenschaftler und Techniker. Vier Leute dürfen dann insgesamt, what the fuck, da leckt's gerade, durch den Deep Space fliegen. Jetzt schauen wir mal. Stress hält für ein Jahr 96 Tage. Uhu. Komfort ist gut. Also sie wollen rein theoretisch noch Pflanzen haben, oder was? Wenn ich TV laufen lasse, kann ich das dann hier noch? Nee, das ist, macht jetzt auch nicht einen Unterschied hier. Beschäftigung, nein. Was heißt denn hier Beschäftigung? Das checke ich mal gerade absolut nicht. Aber egal, wir werden uns erstmal einen Antrieb machen. Das Ding soll auch rein theoretisch seinen ersten Testflug, würde ich ihm gerne, sagen wir mal, singlemäßig aufgeben. Einfach for safety first. Was sind das? Vier? Ach so, da kann ich Triebwerk jetzt zum Beispiel dann bauen. Kann ich jetzt, zack. Und jetzt habe ich davon 3400. Was? Echt nur? Nicht mehr Schub? Ich würde sagen, um den Mann rum hat das Ding genau gleich viel Schub. What the fuck? Also sind die jetzt nicht effizient genug? Oder wo ist da das Problem? Weil ich weiß nicht, ob 3400 ms pro Sekunde reichen, um halt weit zu kommen. Weil das Ding, es ist ja so auch, dass das Teil nicht nur hinfliegen, bremsen muss, sondern auch wieder zurückfliegen. Das braucht genug Tank. Ich muss doch hier irgendwo sehen können, wie viel ich aktuell habe an Tank, oder? Warte mal, das muss doch irgendwo gehen. Bin mir relativ sicher, dass ich das so sehen kann. Ich weiß bloß, dass ich wahrscheinlich mal wieder zu dumm bin, es zu sehen. Weil ich glaube, sowas brauchen wir nicht unbedingt zum Mann-Transport. Ist natürlich geil. Damit kriegst du ein paar Leute immer zum Mann und wieder zurück. Aber nötig hast du es eigentlich nicht. So, 20 Schübe. Das ist vollkommen okay. Was mir jetzt schon allein nicht taugt, ist die Art, wie das hier ansteckt. Mehrfachkoppler. Kann ich jetzt rein theoretisch einen Zweifachkoppler hier machen? Und an den Zweifachkoppler. Als ob der Scheiß klappt. Yo, okay. Das ist natürlich eine Sache jetzt für sich. So, und dann unten wieder Zweifachkuppler dran, größer machen. Dann hast du hier wieder Anschiebspunkte. Ohne Ende. Wo sind denn jetzt hier nochmal die Triebwerke gewesen? Hier. Wir hatten ja einen von der Variante. Genau. Das sind jetzt 8 Triebwerke. Aber lustigerweise ohne Schub. Hä, bin ich jetzt doof? Liefen Methan, wir haben noch alles. Die haben jetzt auch Schub. What? Sind das die Kappler? Koppler! Oh. Meine Güte, sagt mir das noch einer, dass es Koppler sind. Ja, schon mal Struktur. Dann werden wir sicher irgendwas haben, was gut ist. So. Allein hier muss es doch irgendwie gehen, dass man es so aufteilt, dass das gut ausschaut am Ende. So, drehen. Es muss doch irgendwie gehen, damit es einigermaßen ausschaut.
Nee. Damit bin ich aktuell nicht so happy. Nicht so ganz happy. Das wäre nochmal so eine Röhre gewesen wahrscheinlich. Hohl und offen. Die brauch, haben wir aber nicht gebraucht. Die ist nicht so nach dem Stil, mit dem wir gearbeitet haben. So. Hier und wäre natürlich, also richtig cool fände ich grundsätzlich Nuklearantriebe. Aber die haben wir natürlich in diesem Fall nicht wirklich in Möglichkeit noch. Bedeutet, wir brauchen was anderes. Beziehungsweise auch gute Kappler-Teiler. Was ist, wenn wir jetzt sagen, okay, weißt was? Wir machen es jetzt hier ganz einfach. So. Aber der hat drei Seiten, ne? So. Und da dran kommt ein Zweierverteiler. Kann ich das drehen? Das geht natürlich wieder nicht so, wie ich es will. Irgendwie musst du doch da draus was Cooles designen können, oder? Was ist, wenn... So, genau. Und anstatt den Teil hier machen wir oben drauf einen Viererverteiler. Viererverteiler, der natürlich dementsprechend steht, wie wir ihn brauchen. Dann sollte das Ganze doch dementsprechend auch mit Antrieben funktionieren, oder? Diese Mantelung aus und natürlich auf gute Variante umständen. Zack. Alter Verwalter. 2900 ms pro Sekunde. 8 SGV, SGV von 8. Warum so wenig? Muss ich noch mehr Tanks dann bauen, rein theoretisch, oder was? Kann ich nicht hier zum Beispiel eine Tankline noch dran bauen? Also hier komplett lang? So ganz blöde Frage. Ich habe doch die Teile hier. Die kann ich doch bestimmt hier so dran setzen. Aber bevor ich hier was mache. Erstmal auf das, was wir brauchen. Und dann natürlich in der Länge designen erstmal, die wir brauchen. Und dann ab dafür und hier oben dran. Natürlich passt es ihnen nicht ganz von der Länge her. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So. Hier unten gehen wieder ab. Jetzt haben wir trotzdem nur 3, 5. Hä? Also irgendwas passt dann nicht so ganz. Also irgendwie haben wir das anders vorgestellt. Ja, nee. Eigentlich müsste das doch voll gut schieben können. Was hier oben dran kommt, ist auf jeden Fall eine aerodynamische Nase. Und die geht auch nach unten.
Ne, das schaut ja gar nicht mal so doof. Das schaut zu doof aus, auf jeden Fall. Ne, die werden nur größer. Warte mal. So, hier. Da kann ich wieder einen Namen ändern. Aha. Ballast Cone. Die haben wir hier. Ha. So. Schwarz. Kann ich eigentlich die Farben auch ändern hier? Nice. Ah, schön. Zack. Denn das ist jetzt unser Raumschiff, rein theoretisch. Also kann es rein theoretisch... Warte mal. Das Problem ist jetzt für das Raumschiff, dass es genug Schub zwar hat, aber es ist nicht supporten kann, oder wie? Weil hier steht, dass wir 3500 ms pro Sekunde haben, rein theoretisch. Was irgendwie nicht Sinn ergibt. Also haben wir grundsätzlich nicht genug Schub. Oder wir haben halt nicht die passenden Triebwerke. Kann das vielleicht das Problem sein? Steht hier irgendwie vielleicht die Verwaltungskosten auch? Der macht halt einiges. Die machen um einiges weniger. Wie viel brennt der? 12. Der brennt eh schon extrem wenig und macht fast gleich viel wie die hier. Also von daher würde ich das als Testraumschiff auf jeden Fall mal gelten lassen. Was auf jeden Fall sein muss, ist eine passende Verkabelung. Da führt kein Weg drumherum. Da führt kein Weg drumherum. Das hier unten wird nie schick ausschauen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird immer Katastrophe sein. Einfach weil ich irgendwie versuchen werde, immer das zu halten. Zack. Und das soll ja einfach nur hier stabil sein. Und sonst ist es das nicht. So, was jetzt hier zum Beispiel ist. Jetzt machen wir hier. Das ist natürlich hier unten nochmal vor den Tanks. Damit die stabil bleiben, müssen hier dementsprechend auch Sachen gemacht werden. So. Die stabilisieren. Das wird hier oben nochmal gemacht. Hier eine Strebe hin. Und der Strebe geht auch hier runter. Klack. Es ist brutal. Was denke ich mir eigentlich? Was denke ich mir eigentlich dabei? Hm? So, nochmal hier was Rundes hin. Und dann hier nochmal eine Verstrebung hin. Dann sollte das auf jeden Fall halten, weil das ist ja gleich da nicht angetackert. Wir nennen das Raumschiff... Alter, das ist einfach ein fetter Ball an Tanks. Warum sollte... Also, überleg mal, wie viel Tonnen wir allein hier nochmal hinzugefügt haben. Und wir sind trotzdem bei 3-4. 3-4. Wir nennen das jetzt mal das Alpha Centauri. Tauri. Der Nachfolger mit Beta Centauri und dann gibt es Gamma Centauri. Die werden halt wahrscheinlich nochmal größer. Also jetzt nochmal zu den Infos über das Schiff. Es wiegt 354 Tonnen und 166 Kilo. Es ist 47 Meter lang. Gar nicht mal so schlimm eigentlich. 13 Meter breit und 13 Meter... What? Das ist teilweise länger wie breiter. Wahrscheinlich wegen bestimmten Solarpanelen und alles, ne? Na gut, speichern.
Und dann gehen wir auf Verlassen. Denn wir geben diesen Auftrag zu der Mannstation, die wir haben. Um dort zu schauen, was da abgeht. Aber... Ihr kündigt das schon an, oder was? Meine Vögel kündigen es schon wieder an. Aber das passiert in der nächsten Folge. Denn... ist dann schon wieder 15 Minuten rum und wir geben uns die Spannung für die nächste Folge. Also, wir sehen uns bis in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.